Frau Artus hat das Wort. Ja, wofür steht das S? Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, am 24. Januar diesen Jahres ist das Kontaktanbahnungsverbot für St. Georg erlassen worden. Wir haben das damals kritisiert mit den Worten, dass der SPD-Senat jetzt ohne vorhergehende politische Debatte quasi im Handstreich damit eine neue Eskalation der Repression beschließt. Dieser Auffassung sind wir heute noch. Aus unserer Sicht ist es auch ein unglaublicher Affront gegen das soziale Engagement gewesen und auch der Einrichtung, die auf St. Georg sich um die Sexarbeiterinnen kümmern. Und am meisten betrifft es konkret die Frauen. Die SPD befindet sich meiner Meinung nach in diesem Zusammenhang auch in einem kompletten Widerspruch zu allen. Herr Ritter, Sie können ja gleich auch noch einen 5-Minuten-Beitrag halten. Ich freue mich darauf. Sie widerspricht damit auch allen Erkenntnissen, die wir heute zum Thema Sexarbeit haben und wie man mit dem Thema Sexarbeit umgehen sollte. Ich frage mich auch tatsächlich, was für ein Freierbild hat die SPD nach dem Motto, die kriegen jetzt einen blauen Brief nach Hause, dann kloppt die Hausfrau schon noch mal ordentlich drauf. So ähnlich war ja die Argumentation. Das fanden wir schon mehr als schräg. Das alte St. Georg stirbt, titelte gestern eine Hamburger Boulevardzeitung. Heute ist dazu auch ein Leserbrief in der Morgenpost zu sehen. Ich denke, dies ist auch noch mal so ein Stück weit, was diesen Gentrifizierungsprozess in St. Georg angeht, ein Stück weit, wie man dieses Viertel verändern will, obwohl es sich eben auch nur schwer verändern lässt. Und es will auch zum Teil nicht verändert werden. Zu unserem Abstimmungsverhalten möchte ich sagen, die GAL akzeptiert mit ihrem Antrag quasi das Kontaktanbahnungsverbot. Das war unser großes Problem damit. Und wenn die Kollegin von Berg eben noch mal ausführte, dass ja Studien schon ergeben haben, wie sich ein Kontaktanbahnungsverbot auswirkt, frage ich mich, warum soll dann hier in Hamburg noch eine Evaluation durchgeführt werden? Wir fordern weiterhin, dieses Kontaktanbahnungsverbot wieder abzuschaffen. Und deswegen sagen wir auch Nein zu den Ziffern 2 und 3. Ansonsten stimmen wir dem Vorschlag zu, dass wieder ein runder Tisch eingeführt wird, dass die Handlungsempfehlungen des runden Tisches aus der 19. Wahlperiode berücksichtigt werden. Wären sie berücksichtigt worden, hätte es kein Kontaktanbahnungsverbot gegeben. Also insofern hier eine differenzierte Abstimmung. Ja, und dann trudelte noch der SPD-Antrag ein. Und ich weiß nicht, mir wäre es peinlich, wenn ich so einen Antrag hätte stellen müssen, weil das hat der Senator, Herr Michael Neumann, letzte Woche in St. Georg selbst so gesagt. Und dass die SPD-Fraktion das heute noch mal zur Abstimmung stellt, würde ich eher als peinlich empfinden, sich ein Senatorwort noch mal sozusagen von der Bürgerschaft bestätigen lassen. Mir wäre das peinlich, wir lehnen diesen Antrag daher auch ab.